der Gekreuzigte, auferstanden von den Toten, erlöste uns. Halleluja, Halleluja. Der Gekreuzigte, auferstanden von den Toten, erlöste uns. Halleluja, Halleluja. Hochpreiset meine Seele den Herrn, und mein Geist frohlockt über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an preise mich selig alle Geschlechter. Denn groß ist Gott an mir, der Mächtige. Und heilig ist sein Name. Und von Geschlecht zu Geschlecht wird sein Erbarmen bei denen, die ihn fürchten. Mit seinem Arm vollbringt er machtvolle Taten. Er zerstreut die hochmütig sind, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണമേം, നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേം, നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേം, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേം, ഞങ്ങളുടെ അടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേം, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ദുഷ്ടന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. Heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben sind.
Ich lasse sie für bitte. Vater im Himmel, von ganzem Herzen bitte ich dich, dass du dich erbarmst und gnädiger weisest unseren Familien, die Kinder zu erziehen haben, die schwierig haben in dieser Welt. Dass du dich barmherziger weisest, auch in der Kraft und der Verstandenen, in den Ehen, die schwierig haben. Und dass du uns als Kirche barmherzig bist und uns hilfst, all diesen Menschen können ein Vorbild sein in deinem Namen und ihnen beizustehen. Wir rufen zu dir. Im Blick auf alle Menschen, die verstorben sind, vertrauen wir darauf, dass du die Macht des Todes gebrochen hast und bitten dich für alle, die um einen Menschen trauern, dass du die Hoffnung und den Glauben an deine lebensschaffende Macht in ihnen stärkst. Wir rufen zu dir. Have mercy on those who stand at the open door of faith, but are held back by doubt or fear of their unworthiness. Draw them in, that through baptism they may begin the new life that Christ has brought. Help and comfort those for whom suffering and sorrow overshadow the Easter Gospel. Lord, in your mercy, hear our prayer. Wir bitten dich für die Menschen, die keine Arbeit haben, die darunter leiden, und für die Menschen, die Familien, die Arbeit haben, aber zu wenig Geld für das Leben haben. Begleite du sie. Wir rufen zu dir. Seigneur, tu veux que nous formions un peuple unique, vivant en paix, fêtant sa liberté, conscient de ses responsabilités pour le monde que tu nous as confié. Répands sur nous ton esprit, aide-nous à mettre ta parole en pratique, nous t'en prions. Wir bitten dich für die Verlassenen und für die Einsamen, die Großen und die Kleinen, in der Nähe und in der Ferne. Schenke ihnen Menschen, schenke ihnen die Gabe deines Geistes, der sie stärkt. Und wir bitten dich für diejenigen, die geschwächt sind durch Krankheit, besonders die Menschen in den Seuchengebieten der Erde. Stärke uns und gib uns Macht und die Bereitschaft zu handeln und zu helfen. Wir rufen zu dir. Lebendiger Gott, schenke den Frauen und Männern, die Verantwortung tragen, in Wirtschaft und Politik und in der Zivilgesellschaft. Schenke ihnen Mut und die Bereitschaft und Kraft, den Menschen zu dienen, einem guten Leben für alle, dem Frieden und der Gerechtigkeit. Wir rufen zu dir. Musik.
bitte für unseren krank gewordenen Kollegen Stanko Markovic, der sich erholen muss. Wir bitten Gott, dass er ihm bald wieder Kraft schenke für die nächsten Schritte, für die nächsten Gottesdienste. Wir denken an ihn in einem Moment der Stille und schließen da all diejenigen ein, die uns am Herzen liegen. Wir rufen zu dir. Allmächtiger, ewiger Gott, heute hast du uns durch den Sieg deines Sohnes über den Tod das Tor zum himmlischen Leben geöffnet. Dein Geist bewahre das ganze Volk in der Freude dieses heiligen Tages und führe es einst in die Herrlichkeit deines Reiches. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Thank you.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mit seinen Jüngern nach Matthäus. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Louange à toi, ô Christ. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age. Shlomo lekulahun, Evangelion kadish damora neshumashiho koros so machanioso men mataishliho. Magar so no demokrais hai ufukano lawal mom. Besbano hokin dabru so no damoran walu han ufukoli dan. Yeshu masiho mel so de hai aluho des basar men basulto kadish do mariom. Holenden hokano hawai. Talmide den hatzare san leglilo laturo yeko daviad yenun yeshu. Vaktasu sged lecha men funden et palas kavau. Vakre beshu malel amhun mevar lehun edihe blikun selton. Besmayo barda vaikano desdan obas mesdarno lakun sen hokin talmed kulhun namewa badienun shem
በስማር ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቅዳሜ ሌሊት አውዳጥቢያ ማርያም መግደላዊት ጓደኛዋ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። ኖ ታላቅ ንስታ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዷል። ከመቃብሩም ደጃፍ ላይ ድንጋያን ከባሎ በላዩ ተቀምጦ አየ። መልኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረድ ነጭ ነበረ። ከግርማው የተነሳ መቃብሩን የሚጠብቁት ሁሉ ታወቁ። እናንተ አትፍሩ፣ የተሰቀለው ኢየሱስ እንደምትሹ አውቃለሁ። ከዚህ የለም፣ የተናገረው ተነስቷል። ነገር ግን ተቀብሮ የነበረው እዩ። ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ነገሯቸው። ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል አላቸው፣ ለደቀ መዛሙርቱም ነገሩት። ይማረነ ወይሳለነ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ በዚህ በመካከላችን ተገኝተህ ሃይማኖታችን እንድታጸናልን አባታችን ሆይ ብለን እንለምናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን፣ በደላችን ይቅር በለን እኛ የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ ተቀብቶ ከጓደን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ነው። አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። ያቸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ እናንተ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተ የተባረክሽ ነሽ። ጸጋን የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስትና ምሕረትን ለምኝልን፣ ታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ Liebe Mitchristen, liebe Schwestern und Brüder, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Bischof Harald, wie oft haben wir schon Ostern gefeiert? Wie oft haben wir Osterhasen gesucht und gefunden, das Osterfeuer entzündet und das Licht in die dunkle Kirche getragen? Ist unsere Welt dadurch ein Stück österlicher geworden? Die Kriege gehen weiter, die Menschen quälen und plagen einander weiterhin. Und die Nachrichten aus Syrien beschäftigen mich dieser Tage ganz besonders. Erzbischof Abuna Johanna Ibrahim von Aleppo, mit dem ich vor ein paar Jahren Ostern feiern durfte, ist immer noch in der Hand von Entführern. Ostern 2014, so gar nicht österlich, leider.
Und da sind mir dann jene Jünger nah, von denen es heißt in unserem Evangeliumstext, etliche aber zweifelten. Ja, wir zweifeln, ich zweifle an mir, an uns, an der Spezies Mensch. Das neu geschenkte Leben, das wir an Ostern miteinander feiern, fehlt an so vielen Orten, oft auch ganz in unserer Nähe. Dennoch, trotzdem, sage ich aus vollem Herzen in der Osternacht, Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute hier wieder miteinander Ostern feiern. Es sind zwar längst noch nicht alle da, die da sein könnten, die heute in ihren Gemeinden Ostern gefeiert haben. Zum Teil sind sie nicht da, weil sie zu viel zu tun haben in ihren Gemeinden, zum Teil, weil sie noch etwas zaghaft sind, ob das denn eigentlich gut sei, mit westlichen Christen zusammen Ostern zu feiern. Aber viele sind gekommen. Anglikanische, äthiopische, eritreische, christkatholische, römisch-katholische Christinnen und Christen, Lutheraner, Reformierte und Mennoniten und der Vertreter der Heilsarmee. Er hat mich gefragt, ja, wie ist das mit dem Taufwasser? Wir kennen die Taufe mit Wasser so nicht. Deshalb habe ich ihn gebeten, dass er für uns das Wort des Evangeliums liest, denn er wird keinen Krug mit Wasser in die Schale schütten. Indem wir nun heute an diesem Tag, an dem in Ost und West Ostern gleichzeitig gefeiert wird, miteinander diese Ostervesper feiern, so heben wir die Grenzen und Abgrenzungen zwischen unseren Kirchen und theologischen Positionen nicht auf. Da braucht es wahrscheinlich Zeit bis zum jüngsten Tag. Aber wir überschreiten seit Jahrhunderten gesetzte Grenzen ein Stück weit, ganz bewusst. Wir wagen es und hoffentlich werden 2017 noch weitere Gemeinden mit uns feiern und vielleicht dann auch in liturgischen Gewändern. Gemeinsam stellen wir uns an diesem Osterfest in eine Reihe mit jenen Jüngerinnen und Jüngern, die beeindruckt vom leeren Grab und bewegt von der Erfahrung, dass ihr Meister durch sie weiterwirkt, davon erzählt haben. Ostern ist. Indem wir Ostern feiern, stellen wir uns auch in eine Reihe mit den Vätern und Müttern der Kirche, deren Denken uns bis heute prägt. Und wir stellen uns in eine Reihe mit unseren Vätern und Müttern, den Leiblichen, denn sie haben uns das Leben weitergegeben. Und je nachdem auch den Glauben. Unfassbar aber bleibt, was Ostern ausmacht. Jesus sagt zu Maria Magdalena, fass mich nicht an, rühr mich nicht an. Sie, die Frau am Grab, wird davon im Innersten getroffen. Und dass Maria Magdalena nicht weinend am Grab sitzen geblieben ist, sondern sich berühren ließ und aufgebrochen ist, weg vom Grab, zu den anderen Jüngerinnen und Jüngern zurück. Das ist das Wunder von Ostern. Und berührend bleibt, was von Ostern her zu sagen ist. Leben soll es geben, Leben wird es geben, Leben vor dem Tod. Und so die Erfahrung der Jüngerinnen und Jünger um Jesus, ein Leben über den Tod hinaus. Geht, geht, sagt das weiter. Geht von Jerusalem nach Judäa und bis hin nach Bern und an die Enden der Erde. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Einfach, leichtfüßig, zart. Haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geistkraft geleite uns, geleite euch. Und die Krüge, die wir aus unseren Kirchen mitgebracht haben,
Die Krüge sind so verschieden, wie unsere kirchlichen Traditionen verschieden sind. Das Wasser, das wir in den Krügen haben und das wir nachher in die große Schale gießen, das Wasser ist heute das gleiche. Es kommt aus dem gleichen Wasserhahn hier. Aber Wasser, das nicht destilliert wurde, ist chemisch-physikalisch anders, je nachdem, aus welcher Quelle es stammt. Lebensspendend und Grundelement allen Lebens ist es aber überall. Nicht umsonst setzen sich unsere Kirchen dafür ein, dass der Zugang zu frischem Wasser als Menschenrecht anerkannt wird und nicht einfach den Kräften des Marktes überlassen werden darf. Wasser. Wasser gehört zum Leben, keine Frage. Wasser ist Leben. In der Wüste, als Mose das Wasser aus dem Felsen schlug. Doch Wasser bedroht uns gleichzeitig auch. Nicht nur in der Sintflut, nicht nur bei einem Tsunami. Zentral aber bleibt für Paulus und mit Paulus, für die meisten Kirchen, wir wurden also mit ihm, mit Jesus begraben durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Und um diesen neuen Weg, um das Leben geht es heute und jetzt. Es ist nicht Matthäi am Letzten, wie unsere Textstelle oft genannt wird. Es geht da nicht um eine christliche Weltherrschaft. Es geht nicht darum, dass andere Formen des Glaubens unterdrückt werden sollen, sondern es geht darum, mit der Welt und mit den Menschen in der Welt ins Gespräch zu kommen. Macht sie zu Schülern, nehmt sie in den Dialog hinein, ins Gespräch über ihren, über unseren Glauben, über das, was die Menschen, was mich im Innersten bewegt und trägt. Und das, dass das Gespräch gelingt, das ist für mich nicht nur heute das, was Ostern ausmacht. Ostern unerklärbar, unbegreifbar und doch immer wieder aktuell und nah. Trotzdem, trotz all den Missständen, die ich am Anfang genannt habe, trotzdem Ostern feiern und die Botschaft weitertragen. Ich glaube an Jesus, ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes, aber am dritten Tag auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung, bis das Gott alles in allem sein wird. So sagt es Kurt Marti in seinem nachapostolischen Glaubensbekenntnis. Und wenn wir nun den Inhalt unserer ganz verschiedenen Wasserkrüge in das Becken gießen, dann wird darin sichtbar, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Traditionen und Kirchen. Ich bitte euch nun zu kommen mit dem Wasser. Wir sind aber darin verbunden, dass wir weiterwirken für die Welt, mit der Welt, in der Welt. Und dass morgen in Riva San Vitale beim ältesten Taufbecken der Schweiz ein Papier unterschrieben wird, in dem erklärt wird, dass wir die Taufe gegenseitig anerkennen und damit auch anerkennen, dass wir trotz unterschiedlicher Traditionen Teil der einen Kirche Jesu Christi sind, so ist das ein wichtiges Zeichen. Auch jene Kirchen, die das Papier nicht unterschreiben, haben erklärt, dass sie in ihrem Handeln vom Geist des Dokuments her sich leiten lassen wollen. Thank you.
Nachher werden Bischof Harald Rein und Co-Dekanatsleiterin Barbara Kückelmann das Wasser auf uns sprengen. Und die Wasserschale wird von protestantischen Kirchenvertretern getragen. So ist das ein Zeichen ökumenischer Verbundenheit. Mit denen vor mir, mit denen mit mir und mit denen nach mir. Denn es gilt uns allen. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende, im Leben und über das Leben hinaus. Amen. Ich sah ein Wasser hervorgehen vom Tempel, auf der rechten Seite, Halleluja. Und alle, zu denen dieses Wasser kam, wurden gerettet und sprechen, Halleluja, Halleluja. Lasset uns beten. Großer Gott, jedes Jahr schenkst du uns in der Feier der Auferstehung Christi Freude und Hoffnung. Lass auch uns dereinst in der Kraft deines Geistes
durch den du uns in der Taufe belebt hast, vom Tode auferstehen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Lasset uns preisen den Herrn. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ist der heilige Jared. Singen. One Ah!